Willkommen zu künftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Heute schauen wir uns nochmal alle Probleme und interessanten Fakten zu Nexo an. Viel Spaß beim Schauen. Es gibt scheinbar immer noch offene Fragen und Probleme rund um Nexo und die möchte ich heute mit dir klären. Wir fangen mit einem Kommentar vom letzten Video an und zwar hieß es da, weil ich es auch erwähnt habe, woher weißt du, dass Nexo so einen großen Ansturm hat? Dafür gibt es zwei Begründungen. Einerseits natürlich habe ich mich mit dem Support von Nexo in Verbindung gesetzt, weil ich wissen wollte, warum muss man mindestens 1000 Dollar überweisen. Und die haben gesagt, ja, aufgrund des hohen Ansturms haben die das jetzt hochgestuft, damit die da einfach hinterherkommen, weil sie sonst mit den kleinen Beträgen das nicht schaffen. Falls man aber hier weniger überweist, kann es sein, dass es trotzdem durchgeht oder dass das Ganze dir dann wieder zurückgebucht wird. Ich habe das ausprobiert, die Community hat es ausprobiert. Es ist egal, wie viel Geld du überweist, ob das 20 Dollar sind, 100 Dollar oder so wie ich mal 200 und 400 Dollar. Das kommt alles an. Das wird dir verbucht. Wenn das deine erste Überweisung ist, kann es sein, dass es einfach ein bisschen länger dauert. Ansonsten läuft das Ganze reibungslos und da brauchst du dir im Normalfall keine Gedanken machen. Falls es doch nicht durchgeht, dann kriegst du es zurücküberwiesen und dann passt das Ganze auch wieder. Und Punkt 2, warum ich das weiß, ist einfach an meinem Reflink. Ich merke das, kein Link von mir wird so oft und so stark benutzt wie der von Nexo. Hier gibt es eigentlich jeden Tag einen oder zwei, die sich neu anmelden. Das freut mich, weil mich das Ganze natürlich unterstützt. Aber du hast auch was davon, weil wenn du dich drüber anmeldest, dann 100 Dollar hier einzahlst. Offiziell heißt es Dollar in Asset, sprich theoretisch müsstest du entweder 100 Dollar einfach überweisen und dann davon eine Währung kaufen oder du überweist gleich eine Währung. Soweit ich das aber jetzt mitbekommen habe, spielt es am Ende des Tages keine Rolle, wie oder was du überweist. Wichtig ist nur, dass es mindestens 100 Dollar sind, die auch 30 Tage auf der Wallet bleiben. Sprich, du kaufst damit nichts, du verschickst damit nichts, die bleiben einfach liegen und warten ihre 30 Tage und dann bekommst du 25 Dollar und ich 25 Dollar. Sprich, du profitierst von und ich bekomme hier auch eine kleine Unterstützung, was mir natürlich hilft, hier täglich Videos zu produzieren. Und weil ich mich dann hier mit Nexo kurz geschlossen habe und gefragt habe, hey, mein Link wird so oft genutzt, kann man da nicht irgendwas machen? Haben die gesagt, doch, können wir. Wir stufen deinen Link hoch von 25 auf 30 Dollar. Sprich, falls du dich immer noch nicht überzeugen konntest, Nexo zu nutzen und du dich jetzt überzeugen kannst und den neuen Link in der Videobeschreibung nutzt, dann erhältst du 30 Dollar und ich auch 30 Dollar, wenn du eben hier mindestens 100 Dollar für 30 Tage hältst. Ich finde das Ganze wirklich fair, wenn du dir mal überlegst, dass du hier einfach 30 Dollar in Bitcoin geschenkt bekommst. Wirklich eine schöne Sache. Deswegen, falls du noch nicht angemeldet bist, dich anmelden wollen würdest, dann nutz gern den Link und unterstütz mich und du profitierst auch, also eine Win-Win-Geschichte. Davon jetzt mal abgesehen und auch genug Eigenwerbung hier, schauen wir mal rüber zu dem Punkt, wo ich es das letzte Mal angesprochen habe. Denn du siehst jetzt hier meine Beträge, die verheimliche ich auch nicht. Das ist einfach Nexo hier, da habe ich keine großen Beträge. Das meiste, was ich hier kaufe, verschicke ich auf eine Cold Wallet. Deswegen hier liegt einfach nur so ein bisschen Puffer rum, einfach um ein bisschen was zu staken und natürlich auch um die Karte nutzen zu können. Du siehst, ich kann theoretisch hier 630 Euro ausgeben. Das mache ich eigentlich selten, beziehungsweise habe ich noch nicht geschafft und ich versuche das Ganze auch so schnell es geht zu bezahlen. Das kannst du dann hier über die Rückzahlungen oder natürlich auch in der App über Repay und du siehst, wie viele Zinsen ich schon verdient habe und welche Stufe ich bin. Das siehst du auch alles in der App. Ich finde es hier einfach ein Ticken angenehmer, weil das Ganze auch hier teilweise schon in Deutsch ist. Und ich möchte dir auch zeigen, wie das jetzt mit der Wallet funktioniert. Denn wenn du hier was bezahlst und du hast den Kreditrahmen und wir sagen mal, du hast die 29 Dollar ausgegeben, dann werden die 29 Dollar in Form von deinen Assets, also Bitcoin, Nexo oder was auch immer du hast, abgezogen und gesichert, damit die sozusagen auf der sicheren Seite sind, falls du das Ganze nicht bezahlst. Und dazu gehst du zum Beispiel dann hier auf dein Nexo und dann hast du hier die Wallet. Und wenn du auf Wallet klickst, dann kannst du hier Überweisungen zwischen Wallets mal draufklicken. Das Ganze gibt es wie gesagt auch in der App. Und dann siehst du hier von Wallet für Spareinlagen zu Kreditrahmen Wallet. Das kannst du auch wechseln und dann kannst du vom Kreditrahmen Wallet zur Wallet für Spareinlagen das Ganze verschicken. Du siehst, ich habe hier gerade nichts. Wir können mal beim Bitcoin schauen, ob es hier irgendwas gibt. Und zwar vom Kreditrahmen genau zu meiner Wallet für Spareinlagen. Und jetzt kannst du hier auf Maximum klicken und dann kannst du das Ganze überweisen. Und dann sind deine Bitcoins hier, diese 0,005, wieder auf deiner Sparwallet und verdienen wieder Zinsen für dich. Wenn du sie hier drin liegen lässt, passiert im Endeffekt nichts. Das wird auch nicht aufgestockt, solange du den Betrag sozusagen nicht überschreitest. Wenn du aber hingehst und sagst, okay, ich möchte trotzdem jetzt hier die Zinsen dafür haben, dann schickst du das auf deine Spareinlagen rüber und bekommst dann hier wieder deine Zinsen. Das kannst du bei allen Münzen mal machen, die du hier hast. Aber wie du siehst, bei mir hat sich da nicht wirklich
viel angespart und deswegen ist es nicht weiter tragisch. Es ist aber trotzdem, wenn du die Karte regelmäßig nutzt, wichtig, dass du da mal schaust, damit du dir da nicht unnötig irgendwelche Prozente entgehen lässt. Dann auch nochmal kurz zu dem Earn. Je nachdem natürlich, was du nutzt und wie viel du nutzt, kannst du das Ganze auch einfach nochmal hier zusätzlich staken, wenn du willst. Du siehst jetzt bei mir hier Wallet für Spareinlagen und ich habe jetzt hier 224 Nexo-Münzen im Wert von knapp $200 rumliegen und bekomme jetzt in der flexiblen Laufzeit 4% pro Jahr, somit einfach immer ein paar Münzen pro Tag. Du kannst jetzt hingehen und sagen, ich möchte hier feste Laufzeiten vereinbaren und dann kannst du schauen, okay, ich möchte zum Beispiel hier für 12 Monate das Ganze staken, dann bekommst du 8% oder du sagst, nö, 12 ist mir zu lange, ich möchte das Ganze 3 Monate machen, dann bekommst du 5% zusätzlich und kannst dann hier Max Laufzeit erstellen mit automatischer Verlängerung und dann bekommst du hier einfach mehr Nexo. Ja, so würdest du zum Beispiel 2% bekommen, mit dem hier würdest du dann plus 5% bekommen, beziehungsweise wir haben ja hier gesehen, du bekommst 4% und wenn du zu den 4% eben jetzt hier mal die 5 dazu nimmst, dann bekommst du pro Jahr 9%, was natürlich nicht schlecht ist und wenn du dann täglich mal schaust, wie viele Münzen das sind, kann sich das Ganze definitiv lohnen. Spiel rum, probier das Ganze aus, schau, was du hier rausholen kannst, vielleicht sagst du, nö, 12 Monate passt, danach sind die Münzen, die ich heute gekauft habe, steuerfrei. Die aus dem Staking natürlich nicht, aber die kannst du dann wieder anlegen und dann bekommst du hier sogar 12% pro Jahr, was summa summarum natürlich sehr viel ist. Wenn du dann auch noch täglich diese ausgezahlten Münzen nimmst, dazu vielleicht noch die aus dem Bereich, wo du mit der Karte zahlst, mit dazu nimmst und dann auch anlegst, dann kannst du jeden Tag für 12 Monate das Ganze anlegen und dann bekommst du in 12 Monaten jeden Tag ein paar Prozente und wenn du die dann wieder anlegst, hast du den Zinseszinseffekt. Wenn du das jeden Tag immer wieder machst, dann hast du einfach hier definitiv eine schöne Anlage. Auch hier der Hinweis, das Ganze muss selbstverständlich versteuert werden. Das ist aber keine Steuerberatung und auch keine Anlageberatung und auch sonst nichts. Falls du dir hier wegen den Steuern keinen Kopf machen möchtest, nutzt doch gerne cointracking.info. Dort kannst du das Ganze eintragen. Du bekommst über den Link unten in meiner Videobeschreibung auch 10% Rabatt und wir profitieren auch hier beide von. In dem Sinne gibt es nur noch den letzten Punkt, den ich ansprechen möchte und zwar die Frage, geht Nexo pleite? Ist Nexo pleite? Sind die insolvent oder was war das? Es gab Gerüchte, dass sie insolvent sind. Nexo hat hierzu auch Stellung genommen. Nexo hat dann auch hier noch Gerüchte gestreut oder es kamen dann Gerüchte, dass Nexo eine Börse übernehmen möchte. Was daraus geworden ist, weiß ich leider nicht. Da habe ich noch nichts Aktuelles gefunden. Aber Nexo hat sich definitiv von den Insolvenzanschuldigungen entfernt. Und somit ist eigentlich davon auszugehen, dass sie nicht insolvent sind. Und aufgrund der ganzen Programme und Boni, was die hier machen, kann ich mir das aktuell auch noch nicht vorstellen. Sie sind frisch, sie wachsen stetig und deswegen glaube ich, dass es hier wie bei Crypto.com noch eine gewisse Zeit dauern wird, bis sie anfangen stark die Prozente und alles zu begrenzen, weil natürlich auch sie dann irgendwann in die Probleme kommen werden. Wenn sie aber Glück haben und jetzt im Bärenmarkt das Ganze gut überstehen mit vielen neuen Kunden und dann der Bullenmarkt kommt und dann noch mehr Kunden dazu kommen, kann es theoretisch auch sein, dass sie es länger aushalten als Crypto.com. Das Ganze bleibt natürlich abzuwarten und Crypto.com zahlt natürlich mit Spotify und Nexo und Co. natürlich auch noch ein paar Euro mehr als Nexo hier. Ich denke und hoffe, du hast alles verstanden. Falls es trotzdem immer noch offene Fragen gibt, kein Problem. Komm in die Gruppe, schreib das in die Kommentare, egal wie. Ich versuche das Ganze natürlich für dich zu klären. Und dann soll es mit dem Video schon wieder gewesen sein. Wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, supporte mich. Egal, ob du über den Link dir was bestellst, dich anmeldest oder vielleicht einfach nur ein Like da lässt. Das alles hilft mir zu wachsen und täglich Videos zu bringen. Und dann sehen wir uns spätestens morgen zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back.